Eins sein mit Gott. Johannes 17, Verse 19 bis 23. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Wir dürfen als Christen davon ausgehen, dass Gott die Gebete, die Jesus Christus auf Erden gebetet hat, erhörte und noch erhören wird. Der Grund dafür ist, dass sie eins sind. Johannes 10,30. Nicht nur einer Meinung und eines Sinnes und Wirkens, sondern auch eines göttlichen Geistes in überirdischer Erscheinung und Wahrnehmung. Jesus ist Gott. Es ist sicherlich für einen dreidimensionalen Menschen schwer zu begreifen, wie man das Einssein mit Gott erleben, fühlen, einordnen und wahrnehmen kann. Der Mensch nimmt den dreidimensionalen Raum verzerrt wahr, was bedeutet, dass die subjektive Wahrnehmung sich nicht mit dem physikalischen Raum deckt. Es gibt menschlich gesehen Unstimmigkeiten zwischen Realität und Wahrnehmung des Räumlichen. Von daher kann man diese überdimensionale geistliche Einheit auch nicht rational verstehen. Aber das muss man auch nicht. Diese von Gott gesuchte und von Jesus erbetene Einheit, jetzt und in Zukunft, löst nicht unsere Einmaligkeit und Persönlichkeit auf. Ganz im Gegenteil. Erst durch Gottes Geist werden wir zu dem, was wir sind und sein sollen und was wir werden durften durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus spricht davon, dass wir in der Wahrheit geheiligt werden sollen. Von welcher Wahrheit spricht Jesus? Es kann nicht meine subjektive Wahrnehmung sein, mein eigener Anspruch von Wahrheit in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen und meiner optischen Sichtweise. Nicht das Reich Gottes ist etwas Verzerrtes, Unwirkliches, Abgehobenes und Unrealistisches, sondern das Reich auf Erden, die Welt von uns Menschen auf diesem dunklen Planeten. Das ist es, was verzerrt, unwirklich, abgehoben, unrealistisch, böse und schlecht ist. Nicht der Himmel muss sich uns als eine imaginäre Fiktion, also eine ausgedachte, gestaltete Vorstellungskraft offenbaren, sondern wir müssen lernen und begreifen, was es mit uns und dieser Erde auf sich hat im Lichte Gottes. Erst dann erkennen wir stückweise, wie sehr wir Erlösung, Gnade, Gottes Wahrheit und die Heiligung brauchen und bitter nötig haben. Jesus, vollendetes Opfer auf Golgatha, geht der Heiligung voraus, Hebräer 10,14. Und keiner wird Gott ohne diese Heiligung sehen und dieses Einssein erlangen. Es ist Gottes Wille, dass es genau so laufen muss, 1. Thessalonicher 4,3. Wie das funktioniert, hat Jesus uns vorgelebt, indem er sich selbst für uns geheiligt hat in der Wahrheit, die er selbst ist. Johannes 14,6 sagte Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Heiligung zeigt uns als Christen den Willen Gottes in unserem persönlichen Leben auf. Dies geschieht durch Erfahrungen mit uns selbst und mit dieser Welt und auch durch so manches erfahrene Leid. Apostelgeschichte 14,22 und einfach auch in der Führung durch den Heiligen Geist.
aber auch durch Gebetserhörungen, durch Frieden, den die Welt nicht kennt, durch Freude im Heiligen Geist im Sinne Gottes und durch Gemeinschaft mit Gleichgesinnten in der Gemeinde oder in der Ehe oder wo auch immer. Markus 10,8. Auch in echten Freundschaften, wie zum Beispiel auch bei David und Jonathan. Da heißt es in 1. Samuel 18,1, als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Wir sollen Gottes Absichten erkennen und erfahren lernen. Deshalb beten wir ja auch, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Matthäus 6,10. Das bezieht sich nicht zuletzt auch auf unser eigenes Leben. Vielleicht kann man sagen, dass man eins ist, wenn man ein Herz und eine Seele ist und teilt, was man hat und ist. Apostelgeschichte 4,32. Gott teilt sein Reich mit seinen teuer erkauften Kindern, seinen Erben. Römer 8,17. Jesus lebt, weil es Gott gibt. Und wir leben, weil es Jesus gibt. Johannes 6,57. Das ist Sinn, Ziel und ewige Bestimmung, wie wir schon ganz am Anfang in der Bibel lesen und jetzt vielleicht ein Stück weit mehr verstehen. 1. Mose 1,26. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Amen. Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer, und gehen Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorgenmeer. Will trüb und schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht, so darf ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelösten Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt, dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Rechte legen sacht und leise sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, dass gut die Wege, die er weist. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja gingst durch kalte, finstre Nacht, halt fest an diesem sel'gen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Thank you.